So, halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, hier haben wir das neue Raw Dinosaurs Magazin von Schleich und Blue Ocean. So, dieses Mal haben wir einen Utahraptor drin. Bei diesem Utahraptor dachte ich tatsächlich, das wäre eine Neuheit, ist es aber natürlich nicht, denn Schleich hatte auch schon im regulären Programm diesen kleinen Mini-Utahraptor veröffentlicht. Ich dachte aber, der sei eine kleine Spur größer. Ich dachte gar nicht, dass der zu den Mini-Dinos von Schleich gehört. Ja, kommt schon mal vor, ich habe so viele Figuren, die ich täglich, wöchentlich, monatlich bekomme. Da verliert man schon mal den Überblick. Ne? Tatsache ist es aber, dass wir hier diesen Utahraptor in einer alternativen Bemalung mit diesem Magazin hier bekommen. So, und die beiden werden wir natürlich vergleichen, den hier habe ich noch gar nicht gezeigt. Von dem her ist das eine schöne Gelegenheit. Ja, dieses Tütchen habe ich natürlich schon vom Heft weggenommen. Hier sehen wir auch noch drauf, welche Figuren in den kommenden Monaten erscheinen werden. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Wir haben hier die Ausgabe Nummer 8. Kostet in Deutschland 3,99 Euro. Auch hier muss ich wieder dazu sagen, wir haben es hier nicht wirklich mit der Nummer 8 zu tun, denn es erschienen auch noch ein paar Ausgaben zuvor. Also es gibt mehr Magazine als nur 8 Stück. Gut, wie auch immer, kommen wir zum Heft. Das Heft wie immer lohnenswert. Mega cool für alle, die Dinos sammeln, die sich für Dinos interessieren. Natürlich auch Schleichdinos. Denn dieses Magazin rundet eigentlich so die Schleichdino-Serien ein bisschen ab, wie ich finde. Denn ihr seht schon, auch der Utahraptor, der hier als Cover-Model abgebildet wurde, entspricht in seinem Rot und Schwarz diesem exklusiven Modell, was ihr nur in diesem Magazin hier findet. Auch das Comic, die Poster und so weiter, da findet ihr immer wieder Dinosaurier, die den Figuren von Schleich entsprechen. So, was haben wir hier in dieser Ausgabe? Ich werde es euch natürlich nicht komplett zeigen, um euch den Spaß nicht zu nehmen, falls ihr euch das Heft auch gönnen möchtet. Wie schon gesagt, die Nummer 8 kostet 3,99 Euro. Dabei habt ihr auch noch eine exklusive Figur, kann man im Prinzip nichts falsch machen. So, die große Überschrift hier bei diesem Heft: mit Sichelkralle auf der Jagd. Yay, und entsprechend wird auch etwas über diesen Dinosaurier in diesem Magazin zu finden sein. So, kurz zum Inhalt, was haben wir hier? Wir haben die Dino-News, Neues von den Dinos. Dino-Wissen für Besserwissen. Wir haben einen Dino-Comic. Übrigens haben wir insgesamt 11 Seiten Comic drin, ein 10-seitiges Comic und ein 1-seitiges Comic. Darin begegnen wir diesem Utahraptor. Dann gibt es natürlich den Dino-Steckbrief zum Utahraptor. Es gibt noch mehr Dino-Wissen zu den Dinosauriern Nordamerikas und dem Hadrosaurier. Dann gibt es natürlich auch noch Dino-Spaß in Form von Poster, Rätsel, Spiele, Denksport und natürlich auch die Vorschau auf das nächste Magazin. So, kurzer Blick auf das Comic in diesem Heft und hier seht ihr schon den Triceratops. Auch der hier wurde natürlich in den Farben gestaltet, wie das neue Modell, was Schleich dieses Jahr auf den Markt gebracht hat. Super Triceratops, muss man dazu sagen. Aber halt leider irgendwie die Stellung wie alle anderen auch, aber ein wirklich sehr schönes Modell. Und hier seht ihr schon den Utahraptor, oder besser gesagt die Utahraptoren, in Schwarz und Rot gestaltet. Das haben sie hier schon klasse gemacht. Und ich finde es, wie schon gesagt, echt super, dass Parallelen zu den Spielzeugfiguren da sind. So, hier noch eine weitere Seite. Hier seht ihr nochmal zwei Utahraptoren. Ist also schon echt klasse gezeichnet. Natürlich auch Werbung fürs Dragons Magazin, klaro. Dann machen wir hier weiter mit dem Poster. Hier seht ihr den Tericinosaurus. Auch er hat mehr oder weniger die Farben von der Figur, die jetzt hier in einem Repaint dieses Jahr nochmal erschienen ist. Sprich in diesem Grau und Rot. Das ist auch witzig gemacht. Hier die untere Hälfte des Posters und in der Mitte natürlich klaro, spektakulär, ein Aufeinandertreffen von Utahraptor und dem Triceratops. Ne? Und das meinte ich, das sind genau die Farben von dem neu erschienenen Triceratops-Modell. Und hier seht ihr schon, boah, Utahraptor auf dem Rücken und hier von vorne greifen auch noch zwei an. Also ein wirklich actiongeladenes Poster. Cool, so, dann hier natürlich der Steckbrief zu Utahraptor. Eine mega coole Abbildung, seht ihr ja. Und dazu gibt es eben diese Figur, die Beilage für dieses Heft.
So, Utahraptor lebte Zeitalter von 130,7 bis 126,3 Millionen Jahre in der unteren Kreidezeit, wurde, wie es der Name schon sagt, in Utah, USA gefunden, hatte eine Länge von 7 Meter und wog in etwa 500 Kilogramm. Bisschen mehr als ich. Und wirkt doch so schlank, ne? Erstaunlich. Okay, dann seht ihr ja schon, geht's hammermäßig weiter mit tollen Dino-Abbildungen, kann man anders gar nicht sagen. Und dann kommen wir hier auch noch kurz zum Hadrosaurier. Das ist ja wirklich auch eine hammermäßige Bemalung. Guckt euch das an, die Streifen sind der Burner und guckt mal, wie der Schweif hier ausläuft. Klasse, überall Streifen und hier noch ein paar Punkte. Der Knaller. So, damit kommen wir auch schon zur Vorschau zum nächsten Heft. Und hier seht ihr schon, nächstes Mal haben wir einen Mosasaurus drin. Den Mosasaurus gibt es natürlich schon in der regulären Figurenreihe von Schleich. Den habe ich auch da, habe ich schon ausgepackt. Also nicht diesen in grün, sondern der, der bei den normalen Mini-Dinos dabei ist. Und auch die Figur ist hammermäßig, vor allem hammermäßig groß. Guckt euch das an, ne? Ihr seht es ja an meinen Fingern. Also da kann man sich auch drauf freuen. In diesem Magazin wird er ja fast grün sein, nicht ganz. Bin ich gespannt drauf, freue ich mich. Ein Datum, wann das Heft rauskommen wird, findet man hier jetzt nicht, aber so in 2 Monaten ist es auf jeden Fall im Zeitschriftenhandel zu finden. Und ich werde es natürlich wieder vorstellen, ist ja klar. Was ich noch dazu sagen wollte, es gibt hier natürlich auch wieder ein Gewinnspiel. Ihr könnt hier Schleich-Originalfiguren gewinnen, also für jeden was dabei. So, und jetzt schauen wir uns diesen exklusiven Utahraptor an. Bin ich gespannt. Okidoki, hier haben wir das Tütchen. Kamera, stell scharf. Dankeschön. Sehr nett, sehr nett. Also hier rot und schwarz mit gelbem Auge. Oh, das ist ein bisschen krass, aber egal. Wir haben hier eine exklusive Sammelfigur, die Nummer 8. Zumindest hier so gekennzeichnet, Originalfigur und zudem noch exklusiv von Schleich. Und hier auf der Rückseite, hier oben, könnt ihr immer sehen, was noch alles so kommt dieses Jahr. Ne? Also Carnotaurus habe ich euch beim letzten Mal schon vorgestellt. Dieses Mal der Utahraptor, nächstes Mal Mosasaurus, grün. Und ich denke mal untenrum grau oder weiß, wie auch immer. In der Nummer 10 finden wir dann wieder einen T-Rex in gebeugter Haltung, blau, mit gelbem Bauch, wie es aussieht. Dann kommt ein Suchomimus in rot und schwarz, ähnlich wie der Utahraptor, vielleicht ist auch braun und schwarz, keine Ahnung. Und natürlich noch der Kentrosaurus. Die gibt es natürlich alle schon im regulären Schleich-Mini-Dino-Sortiment. Könnt ihr mal gucken, falls euch die gefallen. Also absolut lohnenswert, da wirklich super schöne Details und auch echt klasse bemalt, kann man gar nichts sagen. Ne? Die Alternativen hier, die sind natürlich nicht ganz so, ja, wie soll ich sagen, sauber bemalt wie die Originalfiguren, aber es ist dafür eine exklusive Geschichte. Gut, dann schauen wir uns den mal an. Einfach aufmachen und zack. Flutsch, hier haben wir unseren Utahraptor. Unser Freund hier hat eine Länge von, passt mal auf, ziemlich genau 8 cm und eine Höhe, mal so gemessen, von 4 cm in etwa. So, was ich schön finde, was ich gut finde, ist, dass man kein grelles Rot genommen hat, sondern eher ein bisschen, ja, gesetztes Rot, hat ein bisschen Braunstich mit drin, finde ich absolut okay. Schwarz über die Rückseite bis zum Schweif und auch über den Kopf und die Pupille, ja, die ist halt gelb mit einem großen schwarzen Tupfen drin, eine große schwarze Pupille, aber klasse, ist ein schöner Glanz. Ihr seht vielleicht, wie sich die Lampen hier drin ein bisschen spiegeln. Das finde ich absolut toll. Ich finde das Modell überhaupt wirklich sehr schön gelungen. Ihr seht, der Kopf ist ein kleines bisschen schräg, sprich die Augen ein bisschen schräg. Ja, man hat das Gefühl, das ganze Ding ist ein bisschen nach links verzogen, aber ist absolut okay. Ich meine, Mini-Dino-Spielzeugfigur, okay. Sie haben die Zunge noch ein bisschen rot bemalt. Die Zähnchen wurde in einem cremeweiß bemalt. Zumindest kommt es so rüber. Ihr seht wirklich sehr schöne Details hier, auch um das Auge herum. Das Gefieder fängt hier schon überall an, vermischt mit Schuppen. Das ist schon echt klasse gemacht. Auch der Übergang hier von Kopf zu Hals gefällt mir super gut. Man sieht auch noch ein bisschen, ja, so Adern oder Hautfalten, wie man das auch interpretieren möchte. Ihr seht hier schön dieses Federmuster, was sich hier über den Rücken zieht und bis zum Schweif hier hinten
durchgezogen wurde. Hier geht das Ganze ein bisschen auseinander, sieht wie eine überdimensionale Feder aus oder als ob so kleinere Federchen nach links und rechts auslaufen. Das würde ich wohl eher so sagen. Man sieht auch die Federkiele ein bisschen, von dem her haben sie das echt schön gemacht. Klasse, wie es dann hier am Hinterbein wieder in Schuppen übergeht. Und ihr seht auch, die Schuppen haben unterschiedliche Größen. Auch hier hinten finde ich gut, dass sich das ein bisschen ändert. Die Länge von den Hinterbeinen absolut okay, auch wie die Füße, die Zehen hier unten auslaufen. Ihr seht auch die etwas größere Kralle im Innern. Das haben sie gut gemacht. Auch seitlich an der Flanke schön das Schuppenmuster zu erkennen. Hier die Federn am Arm, die ja, Feder. Armflügel sind natürlich keine Flügel, ist ja klar. Sind die relativ langen Vorderarme, die man auch auf der Innenseite noch ein bisschen gestaltet hat. Von dem her, ich finde es gar nicht schlecht. Hier findet ihr auch den ganzen Stempel von Schleich und so weiter und so fort. Auch die Bauchunterseite haben sie noch ein bisschen modelliert, ganz grob mit ganz dicken Schuppen. Das Schambein ist ein bisschen zu sehen hier hinten. Aber ich finde das ein durch und durch echt schön gelungenes Modell. Diese ganzen Schuppen und Federn, finde ich, sind hier bei diesem Exemplar noch ein ganz klein wenig zu sehen. Drum würde ich sagen, lasst uns hier auch noch kurz einen Blick drauf werfen. Das Schleichfähnchen mache ich hier kurz ab. Oh, gar nicht mehr so einfach. Das Ding scheint ein bisschen gummiert oder was weiß ich. Moment. So, tschüss, Schleichfähnchen. So, jetzt können wir auch diese Skulptur hier mal kurz betrachten. Und hier sieht man das schon ein bisschen genauer. Ne? Die Schuppen an der Schnauze, die Nasenlöcher noch schön zu erkennen. Die Zähne wurden hier auch noch ein bisschen schöner bemalt. Die rote Zunge sticht hier ein bisschen mehr heraus. Hier haben sie zum Beispiel ein rotes Auge gemacht mit einer schwarzen Pupille. Auch hier ein schöner Glanz zu sehen. Und hier sieht man halt toll, wie das alles in die Federn übergeht, wie sich das über den Rücken zieht, auch bis nach hinten. Hier haben sie sogar noch ein bisschen Anthrazit drüber gemalt, wie es aussieht. Nicht ganz schwarz, eher ein bisschen Anthrazit oder braun, damit es relativ schmutzig wirkt. Also dieses Blau, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir überhaupt gar nicht. Das ist so ein Tintenfüller Blau. Das finde ich komplett daneben, aber das ist natürlich Geschmackssache. Dafür sieht man hier sehr schön die Federn, die Federkiele und innen, wenn er das so dreht, seht ihr auch noch die Kralle von seiner Hand und natürlich, wie schon gesagt, die Stempel von Schleich. Aber sie haben es echt gut gemacht. Ne? Hier am Hals sieht man auch noch ein paar schöne Details. Hier an der Flanke, da sind die Schuppen natürlich besser zu sehen, auch am Schenkel und wie dieses hier so ganz wild übergeht in den unteren Bereich der Beine und die Kralle natürlich, die sie auch nochmal extra bemalt haben. Auch bei der exklusiven Heftbeigabe haben sie die Krallen schwarz bemalt, hier eher ein bisschen braun. Ja, hier ist die Farbe ein bisschen über den Waden gelaufen, aber alles halb so wild. Sehr schöne Mini-Skulptur, wenn er mich fragt. Tolle Mini-Dinos, passt super zu den anderen dazu. Als Vergleich habe ich hier mal den Velociraptor, den er jetzt auch mittlerweile in einigen Farben von Schleich findet. Und ihr seht, der Utahraptor ist doch noch ein bisschen größer, massiver als der Velociraptor hier. Ne? Ihr seht es allein schon an der Größe vom Kopf. Von dem her dachte ich, dass die nicht unbedingt zu dieser Mini-Reihe hier gehören, aber anscheinend doch. Ne? Von dem her. Okay, ja, was ich hier auch interessant finde, schaut mal am Unterkiefer, sieht man hier einen blauen Punkt, wo noch ein bisschen braun drumherum ist. Das sieht eigentlich so aus, als ob es extra so bemalt wurde. Vielleicht ist auch nur ein Schmierer. Eine unsaubere Verarbeitung oder Bemalung. Auf dieser Seite findet man das nicht. Wobei ich sagen muss, dass ich das absolut reizvoll finde hier. Ne? Eben dieser blaue Punkt mit diesem Braun drumherum finde ich klasse. Absolut passend. Ja, muss ich direkt bei den anderen mal gucken, ob es da auch so ist oder ob es tatsächlich jetzt wirklich Zufall war. Ne? Finde es auf jeden Fall megamäßig cool. Schönes Modell, muss man sagen. Ja, in diesem nicht ganz so tollen Blau. Und hier haben wir halt so einen Cremeton, wo dieses Braun so ein bisschen dazwischen läuft. Also keine Ultra-Hammer-Bemalung, aber schön gemacht. So, da halte ich jetzt nochmal unser Exklusiv Utahraptor daneben. Ich werde beide natürlich auch noch in 360 Grad filmen und direkt an dieses Video mit dranhängen. Dann könnt ihr die nochmal ohne meine Finger anschauen. Interessant finde ich auch die Pose, die Stellung von den Beinen hier unten. Ja, also dieses Bein hat eine andere Stellung als dieses hier hinten. Hier kommt die große Kralle richtig hoch raus und mit diesem hier, mit dem rechten Bein, sitzt er komplett flach auf dem Boden auf. Er steht auch gut, er stützt sich natürlich auf die beiden Vorderarme auf. Wartet mal, ich glaube, so sieht man das dann doch noch ein bisschen besser. Also so steht er.
Ja, man kann natürlich auch so hinsitzen, bisschen so ganz leicht nach hinten, damit er eher ein bisschen aufrecht steht. Aber so ist es schon gedacht, ne? So sieht er aus. Wie schon gesagt, 360-Grad-Video folgt noch, auch im Vergleich beide Modelle nebeneinander. Ich finde das Farbschema gar nicht mal so schlecht. Gut, die gelben Augen, die sind halt echt krass, aber durch die große schwarze Pupille ist es schon wieder, ja, annehmbar, da das Gelb nicht zu dominant geworden ist, ne? Also, das dazu, schöne Beigabe, muss man sagen. Tolles Modell, gefällt mir persönlich super gut und passt auch gut zum Rest dieser Mini-Dino-Serie. Okay, damit würde ich sagen, komme ich auch schon zum Schluss. Das war mein Unpacking und Review zum neuen Raw Dinosaurs Magazin von Schleich und Blue Ocean mit dieser exklusiven Sammlerfigur, nur in diesem Magazin erhältlich, der Utahraptor in Rot und Schwarz. Normalerweise oder in der eigentlichen regulären Serie sieht das so aus, mit Blau und eher ein bisschen beige und roten Augen. So, also wie ich finde, wieder eine sehr coole Ausgabe, super schön gemacht, viel Information, tolle Bilder, Poster, Rätsel, Gewinnspiel, alles drum und dran. Nettes Heft, tolle Ausgabe für jeden, der sich für Dinosaurier interessiert. Natürlich hauptsächlich die Dinosaurier-Spielfiguren von Schleich. Man muss ja immer dran denken, es ist ja Spielzeug. Mehr Anspruch haben die Figuren gar nicht und dafür sind sie echt super gemacht. Schönes Mitbringsel für jeden, auch für erwachsene Dino-Sammler. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich sage Winke, Winke, ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Ropi. Yay!